Es ging am Start aufgrund der Bedingungen recht gemächlich zu und zu Ende der Etappe war die Straße sehr eng und es war gefährlich. Wir waren recht nervös. 15 Kilometer vor dem Ziel musste ich das Fahrrad wechseln. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mein Held ist heute Markus Burkhardt. Der hat mich von hinten ganz nach vorne gebracht. Ich musste die Arbeit dann nur noch zu Ende bringen. Es waren George und alle anderen, die das Rennen auf den letzten Kilometern entschieden haben. Wie ich schon gesagt habe, ich habe die Gesamtwertung im Auge. Ich habe schon Etappen gewonnen. Es ist ein besonderes Erlebnis, vor allem hier bei der Tour. Ich kann kaum erwarten, dass es weitergeht. Ich bin stolz auf meine Jungs und unseren Sieg heute.